Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry. Nicht eins, nicht drei, sondern zwei. Ja, wir können vorwärts und rückwärts zählen. Und sind wir toll. Also kloppen wir uns mal wieder raus, denn wir sind hier auf der weiteren Mission, weiter unsere ganzen afrikanischen Freunde hier auszurotten. Kriegen hier immer ganz toll die ganzen Missionen durchgesagt. Okay, nehmen wir uns mal hier gleich wieder unsere Lieblingskarre. Und fahren hier nach unten. Ich glaube nicht zu. Diesmal sind wir mit Fahren wirklich schneller als mit Bus und dem ganzen Scheiß. Denn die Mine. Ich glaube, wir müssen zur Mine, oder? Die ist nämlich wieder total. Ach komm! Wir setzen die Karre einmal zurück und sie ist total am Arsch. Langsam habe ich das Gefühl, die Karren, die lassen mit der Zeit in diesem Spiel einfach nach. Die wollen mich damit zu Not zwingen, hier diese behinderten Upgrades zu kaufen. Ich merke es schon. Obwohl dieses Cheap-Upgrade sicher nicht mal verkehrt wäre. Auch wenn ich das so nicht ganz unterschreiben könnte wahrscheinlich. Egal. Wir wollen hier sowieso noch ein bisschen rausfahren und ein bisschen Spaß haben. Genau, wir fahren nämlich hier runter, hier links und müssen wir hier am Wasser entlang weiterfahren? Ja, wir müssen am Wasser entlang weiterfahren, also unten links abbiegen. Ja, links ist toll. Ja, labern wir so den Mund wieder fusselig hier. Wieso auch immer, wir bewundern einfach unsere Hochhaus, hohen Bäumchen hier. Die hier recht hübsch wieder durch die Gegend wachsen. Aber mal gucken, vielleicht finden wir auch ein paar Spielkameraden hier unterwegs. Die hier ganz toll wieder durch die Gegend fahren. Und nur darauf warten, von uns belästigt zu werden mit unserem tollen neuen Raketenwerferteil. Aber sie sollten immer hier nicht zu nah rankommen, weil wenn diese Kerle relativ nah an einem explodieren, dann ist man wieder total am Arsch und muss wieder auf seine normale Waffe umsteigen. Das ist das Einzige, was mich immer so leicht stört. So, erster Außenposten, den wir wieder ausradieren können für heute. Genau, sowas sollte eben nicht passieren. Das ist immer total scheiße. Da, oh Gott. Schaut, zum Beispiel habe ich mich jetzt schon. Ich will hier aussteigen eigentlich. Und hinter den Stellen und einmal kurz den Käse hier rausdrücken. So. Das ist hier wieder Rettung in letzter Sekunde. Und auf sowas kann ich in der Regel scheißen. Das finde ich meistens nicht so toll. Den sollte ich auch nicht so toll finden. Na, der steht sowieso noch da. Und ich glaube, hier war noch irgendeiner, der hier mir entgegengelaufen ist. Oder? War hier nicht noch einer? Komm. Lass dich blicken. Da ist schon wieder so ein Enrage-Kerl. Enrage. Mr. Enrage. Da bist du. Na komm, wie ich voll den Headshot verfehl. Ich muss ihn jetzt nur behindern. Boah, er checkt, dass ich hinter dem Ding hier stehe. Ist der gut. Egal, aber wir nehmen... Von wo ballert ihr? Von da unten. Das ist auch eine Möglichkeit, sein Leben zu verschwenden, indem man anfängt von einem Boot Richtung Land zu schießen gegen einen Sniper. Egal, reparieren wir mal das Ding. Ich jetzt hinter mir ein Auto gehört. Feuer, das war aber ganz schön knapp. Stirb, so, wieder. Das ist wieder gar nicht lustig hier. Ich bin jetzt so oft am Verrecken. Das ist ganz, ganz komisch. Denn ich wäre viel lieber nicht so oft am Verrecken. Egal, ich nehme jetzt diese Karre. Ich habe keine Lust, ist einen auf. Ich passe jetzt hier auf zu machen. Oh, ich höre hier dafür einen, ist aber mit so einem Raketenwerferteil da. Na, ich hoffe, das war jetzt ein Boot. Ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und hier müssen wir nach. Ich glaube, nach links, oder? Nach rechts, meine ich. Nach rechts hier, das Ding beschreibt hier so eine komische Kurve. Aber jetzt sind hier mit. Das ist natürlich wieder einen kleinen Vorteil, wenn wir jetzt hier dieses behinderte Auto haben. Wir können wieder ungeschadet auf die anderen Autos schießen. Wir sind bloß leicht aufgeschmissen, wenn die wieder so einen Granatwerfer drauf haben. Das ist natürlich gay, aber. Gay. Da, aber da vorne fahren schon wieder welche. Mal schauen, ob die uns auch so gerne haben wie wir sie. Ja, die sind. Wir haben auch keinen Granatteil drauf, komm. Und ich sehe schon, wir haben wieder Freunde, die da hinten am Start. Ach, komm, hör auf, da auf mich zu schießen, das bringt so keinen. Und zwar von ganz da hinten. Okay, dann machen wir das hier zu Fuß, wenn der uns schon von hier irgendwie mit so einem behinderten Raketenwerfer beschießt. Schön gezielt gegen das Teil hier. Da. Denn wir haben... Das Ding. Mehr als einer. Ich bin nur einer.
Mach mal, glaube ich, selber nicht. Aber kaum. So. Mach gleich mal nachladen wieder. Komm, ich dachte. Da, der Schwarze, der hat sich wieder im Bus versteckt. Oh, das ist total scheiße. So, ah. Komm, du solltest vielleicht auch da hinten drauf steigen. Das ist viel besser. Glaub mir, das ist besser. Du musst nicht so komisch um den Stein rumfahren. Um den Stein kannst du den ganzen Tag rumfahren. Ah, genau. Was passiert, wenn du um den Stein rumfährst? Du stirbst. Hättest mal lieber abhauen sollen. Aber der hat dieselbe Waffe wie ich. So ein Cheater. Okay, ist da noch irgendwas in diesem Dorf hier los? Mal schauen. Machen wir den Upcheck. Upcheck, Scan-Modus. Ja, da ist noch einer. Aber jetzt aber auch nicht mehr. Und das war's, oder? Steht da unten noch so ein wenig das Quad rum, aber... Wie weit ist es eigentlich jetzt noch zu dieser Mine runter? Ja, okay, das Stück fahren wir dann doch noch. Das dachte ich schon mal wieder... Habe ich wieder überlegt, ob ich das wieder zu Fuß gehen soll. Machen wir es zu Fuß gehen, gar nicht schlecht. Aber irgendwie ist hinter mir ein Baum. Und vor mir ist ein Baum und hinter mir ist ein Baum und ich stecke in einem Busch fest und kann aus dem Busch nicht rauskommen. Fuck, Bäume, ey! Wieso stehen hier so viele Bäume in Afrika rum? Ach, das ist auch wieder am... Oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das ist nämlich wieder das Quad da vorne, auch wenn es mir nicht gefällt. Okay, Quad, steigen wir auf. Du bist heute leider bei meiner Wahl. Ach, hier wäre noch so ein normales Ding. Egal, ich will da sowieso noch runterfahren zu dem Teil hier. Damit ich von dort besser drauf schießen kann. Denn ich bin hier ein hoch ausgebildeter Sniper. Sniper. Ja, das bin ich. Und der Sniper-Modus sagt, hier aussteigen und geschickt hier reinlatschen. Um mal eins auszuschalten. Komm, und ist noch einer. Jetzt sind sie sicher verwirrt, denn der eine wurde von vorne umgebaut und der andere von hinten. Ah, stirb! Amok schießen! So, Ach, von da hinten, da schießen sie auch schon wieder. Auf, hier hinter mir herzulaufen, das ist nicht gut. So, damit hätten wir schon mal wieder die Gefahr von zwei Idioten abgewehrt. Ach, die, woher schießt der denn? Da, hier irgendwo ganz denen durch den Busch durch. Ah. Komm. Wieso hatte ich eigentlich hier so eine halbleere Waffe? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Egal, laden wir mal unser Sniper-Gewehr nach. Sniperen wir da durch. Komm. Ach, scheiße. Das treffe ich ihn ja nicht einmal. Da bist du. Okay, so. Dann hätten wir dich jetzt aber auch. Dann gehen wir jetzt mal wieder rein. Hier war das drin, oder? Hier drin ist unser Freund, genau, den wir umbringen müssen. Gott, da will man sich gerade diese tollen Texte durchlesen, was die einem erzählen und dann so eine Kacke. Gut, aber wir wechseln auf diesen Modus hier. Was ist denn das hier mit diesem Teil? Wie, ich erschieße niemanden nicht. Warum sagst du das? Wenn sie jemanden töten wollen, dann ihn, okay? Als Maul oder ich schieße. Okay, mal gucken, wie machen wir das jetzt? So. Sie warten auf dem Dach auf der anderen Straßenseite. Die Wachen öffnen die Läden und sie drücken ab. Wie meint er das? Ich soll jetzt halt auf meinen Auftrag scheißen. Wieso? Wieso sollte ich das? Hol ich mir lieber eine Ladehemmung mit dieser behinderten Waffe, während ich dich schießen will. So. So geht das. Und ich steigere meinen Ruf natürlich mal wieder. Inzwischen frage ich mich echt, vor wem ich diesen Ruf steigere, denn... Oben hier, treffen wir uns bei der Bar. Es ist dringend. Ich muss Sie warnen. Einige Ihrer alten Verbündeten sind hier, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie herkommen. Ja genau, denn ich wundere mich schon, vor wem ich überhaupt hier meinen Ruf steigere, denn die sind alle tot, meine Freunde. Beziehungsweise alle, die bei denen ich Ruf hätte aufbauen können.
Ich töte hier da schließlich einen Idioten nach dem anderen. Okay, aber wir wollen jetzt irgendwo dort runterfahren. Ah, zu Mike's Bar. Mike's Bar. Wie machen wir das am geschicktesten? Machen wir, glaube ich, den Dings-Variante, die Bus-Variante. Das heißt, einmal hier links rumfahren. Mal kurz hier speichern. Falls hier was passieren sollte. Und ja, einfach hier runterfahren, oder? Das war es ja noch schon. Wir fahren hier wieder lustig Jeep durch die Gegend. Der Jeep, der ist hier so overpowered. Dadurch, dass sie hier gleich das echte Jeep-Design verwenden. Trademark. ja, wir müssen sowieso hier nur wieder links jedoch. Hier war ja keiner, oder? Nein, hier war keiner. Wir wollen aber hier trotzdem hier runterfahren. Oh, hier war doch irgendwo so ein behinderter Außenposten noch da hinten. Ach, nehmen wir den einen. Nee, den nehmen wir nicht ein. Ich habe jetzt keine Lust. Ah, komm schon, Karre, fahr zu. Du dampfst nur ein bisschen. In Afrika darfst du sowas überhitzen. Hier ist immer heiß. Cool wäre es natürlich, wenn man hier irgendwie so total die komische Schneise hinter sich herziehen würde. Also so aller. Wie soll ich das nennen? Oh nein, nicht kullern, nicht kullern. Okay, dann kullerst du halt. Steigen wir mal aus dem Kullerfahrzeug. Okay, jetzt ist er fünfmal hin und her gerutscht, nur dafür, dass die Karre jetzt doch wieder richtig rumsteht. Okay, wir reparieren aber jetzt mal so einen Jeep. Boah! Sieht das Ding authentischer drin aus, wenn ich das nur mal 2 Sekunden länger gesehen hätte. Na, ich glaube aber nicht, dass es authentisch ist. Außer es wäre authentisch, was ich nicht glaube. Aber wir wollen hier sowieso eher Busfahren gehen. Busfahren. Damit sie auch gleich wieder Nacht ist, wenn wir Mike's Bar sind. Damit wir hier Mike's Bars Schild da vor der Tür besser bewundern können. Das leuchtet so toll, falls es doch keinem aufgefallen sein sollte. Zumindest hat es so ein Neon-Ding da zumindest vor der Tür. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich leuchtet. Vielleicht tut es, vielleicht nicht. Ja, das ist immer die Frage, ne? Okay, nachdem. Oh, wir haben neue Texte. Nachdem was im Norden passiert ist, hat mich Hector vorerst gewarnt, dass sich die beiden Gruppen verbinden könnten, um alle Störenfriede loszuwerden. Haki Meshibio hat unsere Evakuierung arrangiert, bla bla, okay. Ihr macht den Käse viel zu schnell und den zweiten Text, der ist wieder nicht lang genug. Der wäre echt lang genug da gewesen, um fast zumindest zu lesen, aber ich glaube, das hätten wir trotzdem nicht geschafft. Egal, sprechen wir aber trotzdem mal. 88%! Das heißt, uns fehlen noch 12%! Und wir sind in letzter Zeit echt schnell mit Dings machen. Egal, aber wir haben es hier nur wieder so einen behinderten Spot zur Verfügung, um da zu Mike's Bar zu fahren. Oder zu diesem Malaria oder wie auch immer das Ding heißt. Eventuell kommt uns aber hier jetzt gleich wieder so. Ich hoffe zumindest, dass uns hier wieder gleich so ein Ding entgegenkommt. Hier, wie heißt es? So ein Scheißhausteil. So ein Jeep. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht, weil wir können hier eigentlich. Das ist die Frage. Wie schnell uns hier jetzt gleich die Leute entgegenkommen. Aber ich glaube, wir bleiben hier gleich mal stehen und schauen hier einfach mal runter. Das geht hier, oder? Wir sind ja auch so lustige Snipers. Da stehen hier irgendwelche bösen Leute außen rum. Nein, nicht einmal. Zumindest sehe ich jetzt gerade noch keinen. Dann gehen wir einfach mal in Mike's Bar hier rein. Springen wir hier schön hinten runter. Ui, kann man hier in den Eingang reingehen? Nein. Aber ich frage mich sowieso, wieso wir hier ein rotes. Ach, das ist immer Primary Target, glaube ich, was wir erfüllen sollen, können, sollen, tun. Und wir haben hier Freunde anscheinend. Reden wir, bevor Sie gehen. Was wollt ihr denn hier überhaupt? Und wer hat mich angerufen gehabt? Du da hinten, du ich Arzt habe Ihrem hier. Freund, dem Lieutenant, eine Menge Geld bezahlt, damit wir uns beide unterhalten können. Es wird also ein teures Gespräch. Was willst du mit mir überhaupt reden, du, wenn du mich hier schon anrufst? Gott, was ist denn jetzt schon? Ja, so. Okay, Quatsch los. Sie davon gehört haben, aber es gab einen Zwischenfall am Flughafen, eine üble Schießerei. Diese Männer bringen mich hin, damit ich mir selbst ein Bild machen kann. Vielleicht wollen sie mich aber auch umbringen, wer weiß. Wenn es kompliziert wird, kann ich sie dann anrufen? Niemand sonst würde mir helfen, auch mein Arbeitgeber nicht. Ich muss mich auf sie verlassen können. Sonst wage ich es nicht, in diesen Wagen zu steigen. Es wird jeden Tag schwieriger, nur daneben zu stehen, Notizen zu machen und zu glauben, das würde etwas verändern. Manchmal wünschte ich wäre sie. Hey, kommen Sie her, ich habe ein Geschäft für Sie. Laden Sie Ihr Telefon immer auf. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Okay, ja, was deine Rolle hier ist, lieber Reporter, habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Ich habe gesehen, Leboa Seco hat sich viel verändert. Sie waren beschäftigt, oder? Sie und die UFLL. Ich war aber auch nicht faul, habe nachgedacht und denke, wir könnten uns gegenseitig helfen. Sie kennen Purfoy und Grief. Die können uns nicht helfen, nur Schmerzen verursachen. Wir würden alle besser schlafen, wenn diese Typen verschwinden, oder? Ich habe einen Plan.
Wenn die beiden tot sind, kann ich mit der APR eine Menge erreichen. Mit ihnen zusammen, okay? Ich würde für diesen Job einiges springen lassen. Es lohnt sich also. Sie müssten nur noch Seppuku fahren und sich um sie kümmern. Dann kann's losgehen. Toll. Was willst du überhaupt? Ich kann mir also hier zwei Missionen annehmen, oder willst, oder was ist ja gerade der Stand? Ich mal gucken. Räuben in der Hafenbar treffen. Wer ist denn Räuben? Achso, Räuben wäre da hinten. Räuber. Und sonst haben wir hier irgendwie noch... Den haben wir jetzt eigentlich hier mit getroffen. Mal schauen, was passiert, wenn wir hier einfach rausgehen. Es geht gar nicht. Okay. Mal schauen, was der hier wollte. Über was denn? Über was? Über was? Soll ich nachdenken? Okay. Mission angenommen. Ach, das war das, was du wolltest, oder wie? Ziele aktualisiert. Okay, was ist es? Ach, da warst du hier hinten, Rüben, Dings und... Was willst du, Mister? Denken Sie einmal darüber nach jetzt. Egal, wir sollen hier auf jeden Fall anscheinend jetzt noch zum APR-Oberleiter aufsteigen. Und dafür da hoch zu dem Airfield, oder was war das? Irgendwie sollen wir da hoch. Irgendwas sollen wir da oben machen. Okay, da machen wir uns einmal dahin auf den Weg. Ach, komm, jetzt hänge ich da in so einem Ding fest. Gott, ist das peinlich. Aber wir wollen... Nein, hier ist die Waffenkammer. In die wähle ich jetzt erstmal rein. Mal wieder kurz neueste Waffentechnik einkaufen, ausrüsten gehen. Das obere war das neue Maschinengewehr, oder? Ich glaub schon, dass das irgendwie so war. Und die neue Uzi da oben bitte. Genau, die hier. Und nicht zu vergessen, ein neues Snipergewehr. Nicht, dass das hier irgendwie alles mal so schadhaft wieder flöten geht. Wäre wie doof, ne? Muss man nicht unbedingt haben, wenn man es vermeiden kann. Das ist eigentlich wieder eine Karre. Das ist hier wieder eins mit einer normalen MG drauf. Oi. Okay, also fahren wir hier hoch. Ist halt wahrscheinlich so weit, oder? Nein, ich habe nur wieder zu dem Ding. Oh, da steht ein Auto im Weg. Oh mein Gott. Okay, fahren wir außen rum. Dieses blöde Quad, woher kommt es nun mal? Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß es schon. Ich hoffe, ihr wisst es auch noch. Wenn nicht, ist mir egal. Und dann dürft ihr jetzt raten gehen, woher dieses Ding kommt. Ich habe hier gerade nicht irgendwie ein Auto hinter mir gehört, oder? Nein. Oder? Nein. Denn wir sind hier sowieso recht wieder an unserem Busbahnhof. Also fahren wir jetzt hier noch wieder weiter und sind auch schon wieder hier, so. Welcher ist denn hier der Richtige? Ich glaube, dass man das von dieser Entfernung nicht sehen kann, das ist ein bisschen doof. Okay, wir müssen hier zu dem hier hoch. Nehmen wir das ganze Scheiß hier mal an, denn wir sind die Oberrocker. Gut. Also, dann ist unsere nächste Station, jetzt gleich mal gucken, wie das Ding heißt, wo wir hin müssen. Ach, das ist hier dieser lustige Text hier, dass sich die beiden Gruppen verbinden können, um all die Störenfriede loszuwerden können und so weiter. Achim Echebi hat unsere Evakuierung arrangiert und ich habe versucht, die Diamanten aufzutreiben und dafür blablabla. Okay, das ist praktisch die Story, wo wir schon gemacht haben. Wir wissen, wie das war. Möge doch einfach die anderen Let's Plays angucken gehen. Da steht praktisch alles aufgeschlüsselt drin. Gut, aber wir wollen jetzt weiter nach Seppuku. Seppuku. Irgendwas fährt hier schon wieder rum. Ja, genau. Hör auf, das ist nicht lustig, was du hier machst. Habe ich Ihnen da durch jetzt einen Headshot gegeben? Durch dieses Teil durch. Bin ich stark. Wodurch wir jetzt auch ein richtiges Auto hätten für die nächste Folge aber. Denn nach Seppuku werden wir erst in der nächsten Folge gehen, denn wir sind in dieser Folge schon wieder ziemlich weit. Also bis dann, einen schönen Tag noch.